Mal. Also es geht um die chronischen Rückenschmerzen und die stressbedingten Verspannungen, über die ich heute rede. Und wir sind deswegen so davon betroffen, natürlich, weil wir in dieser schnelllebigen Zeit auch sehr viel mit Stress zu tun haben, aber es hat auch einen mechanischen Grund, und zwar meistens ist die Ursache für diese chronischen Rückenschmerzen Verkürzungen, Muskelverkürzungen, Verspannungen, Überdehnungen und Bewegungsmangel. Und die gute Nachricht ist, dass wir bei 80% der Rückenschmerzen, der chronischen Rückenschmerzen, auch wirklich etwas tun können. Aber warum entstehen diese Verspannungen? Wir sind Gewohnheitswesen. Wir haben doch unter der Woche meistens die gleichen Verhaltensmuster, die gleichen Bewegungsmuster. Was auch gerade in einer Zeit ist, wie also in Corona, eigentlich ganz gut, weil diese Routinen, diese Rituale geben uns eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Geborgenheit. Das ist gut so. Aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten, so wie überall. Und die Schattenseite ist, dass wir, wenn wir gewisse Bewegungsmuster uns angeeignet haben, dass wir dann natürlich gewisse Muskelgruppen weniger beanspruchen. Es reicht sogar, wenn wir den Kopf immer so leicht nach rechts geneigt haben, dann spannen wir schon automatisch gewisse Muskeln mehr an, als zum Beispiel hier auf der rechten Seite weniger. Und was passiert dann? Das sind eben die kleinen Muskeln, die kleinen Faszien, über die ich dann nachher noch reden möchte, die dann sich verkürzen, eigentlich verkümmern. Und dadurch können entzündliche Prozesse entstehen. Und durch diese entzündlichen Prozesse wird immer wieder elektrischer Impuls gefeuert, in unsere Wirbelsäule, im Rückenmark, an unser Gehirn gesendet. Und so kann dann ein chronischer Schmerz entstehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch diesen Kreislauf, über den ich dir dann nachher nochmal genauer erzähle, zu durchbrechen. Und deswegen möchte ich heute in diesem Vortrag wirklich von allen möglichen Seiten diese chronischen Rückenschmerzen betrachten. Also da geht es für mich auch um Ernährung. Auch mit Ernährung können wir etwas tun, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da möchte ich natürlich als Apothekerin, erzähle ich auch von Medikamenten, die man nehmen kann bei chronischen Rückenschmerzen. Aber auch eine meiner Lieblingsthemen ist Naturmedizin. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wo wir etwas tun können, um unsere Selbstheilungskräfte zu stärken. Zunächst einmal allgemein über die Definition Rückenschmerzen. Ich finde, der Begriff ist nicht sehr glücklich gewählt, unspezifisch und spezifische oder also nicht spezifische und spezifische Rückenschmerzen. Die spezifischen Rückenschmerzen heißen so, weil man da eine spezielle Ursache kennt. Bei den unspezifischen, über die wir hauptsächlich heute reden, das sind eben diese chronischen Rückenschmerzen. Chronisch spricht man dann ab 12 Wochen, wenn wir länger als 12 Wochen Rückenschmerzen haben oder wenn die Rückenschmerzen immer wieder kommen, sind sie chronisch. Und da sagt man nicht spezifisch, weil da gibt es keine klare Ursache. Finde ich etwas unglücklich gewählt, wie schon gesagt, weil auch so wie bei der Migräne oder beim Tinnitus auch, es gibt schon Ursachen, aber bei diesen chronischen Beschwerden ist es so, dass es meistens mehrere Trigger sind, mehrere Ursachen, die zusammenwirken, und deswegen macht es dann auch es so kompliziert herauszufinden, wo ist die Ursache, die zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin behandeln kann. Also gerade bei chronischen Beschwerden ist ganz wichtig, eben auf sich selbst zu hören, sensibel zu sein und wirklich zu achten, okay, warum bin ich jetzt wieder verspannt? Woher kommt dieser Schmerz? Und dieser Schmerz kann sich ja immer woanders lokalisieren. Was natürlich auch ganz wichtig ist in dem heutigen Vortrag, auch, dass eine gesunde Lebenseinstellung zu unserer Heilung beitragen kann. Darüber möchte ich natürlich auch gerne sprechen. Zunächst einmal auch ganz wichtig, kurz über die spezifischen Rückenschmerzen. Denn das ist natürlich wichtig, wenn du Rückenschmerzen hast, vorher abzuklären, ob es da eine konkrete Ursache gibt. Ich habe da für dich auch eine Folie vorbereitet. So. Das ist einmal der Rücken, der schöne Rücken, ein Wunderwerk. Du siehst hier die Wirbelsäule, da läuft das das Rückenmark, auf der Seite kommen die Nerven hinein. Und hier, das nennt man den unteren Rücken, den mittleren Rücken und den oberen Rücken mit der Halswirbelsäule. So schaut die Wirbelsäule dann von der Seite aus mit einer doppelten S-Form. Hier unten Steißbein und Kreuzbein, das kennen wir auch oft bei Rückenschmerzen,
Das kann dann schmerzen. Dann haben wir hier die Lendenwirbelsäule. Die meisten Bandscheibenvorfälle passieren hier. Ich erzähle auch nochmal dann kurz, was bei so einem Bandscheibenvorfall passiert, warum der Schmerz und eben der Schmerz auch chronisch werden kann. Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule, die ist da oben. Genau. Und da habe ich dir kurz eben Ursachen aufgeschrieben für diesen spezifischen Rückenschmerzen, der natürlich vom Arzt abgeklärt werden muss. Dazu gehört die entzündliche Arthrose und den Bandscheibenvorfall, den ich schon erwähnt habe. Dazu möchte ich dir auch noch kurz eben erklären, weil das finde ich sehr wichtig ist zu verstehen, was da eigentlich passiert. Du stellst dir, also ich nehme da hier jetzt meine zwei Hände übereinander und du kannst dir vorstellen, das sind zwei Wirbeln. Und wenn jetzt hier die Nerven durchlaufen würden, dann würden die Wirbel ja andauernd bei jeder Bewegung auf die Nerven quetschen. Deswegen gibt es die Bandscheiben. Das ist eine gallertartige Flüssigkeit, die dazwischen ist. Und damit da eben auch ein Abstand ist und wenn die Nerven, die werden damit geschützt. Wenn wir aber jetzt, wie ich am Anfang gesagt habe, so ein Bewegungsmuster haben, das leicht schief ist, das reicht oft schon, dann kann es passieren, dass einfach im Laufe der Zeit mit den Jahren die Wirbel so ein bisschen geknickt sind. Und was passiert, das kann man sich gut vorstellen, die Bandscheibe wird hier gequetscht und der Nerv wird gedrückt und es kommt zu einer Entzündung, es kommt zu einem Schmerz. Deswegen ist auch ganz wichtig beim Bandscheibenvorfall, also die Bandscheibe kann sich einfach noch rauswölben, das ist dann noch kein Vorfall, oder sie kann auch rausflutschen. Dann kann man aber trotzdem noch selbst etwas tun, indem man Physiotherapie macht, vor allem die Muskulatur auf der Seite stärkt, damit auch wieder die Wirbeln geschützt sind. Das ist ganz wichtig. Ich zeige dir das auch nochmal ganz kurz bei dem einen. So, Entschuldigung. Da siehst du nochmal den Wirbel, da ist eben diese Bandscheibe. Und wenn hier eine Fehlhaltung ist, zum Beispiel eine Fehlstellung, dann wird das gequetscht und dann kann sich diese Bandscheibe so rauswölben. Dann Wirbelgleiten, das nennt man auch Spondylolisthesis. Das ist eine Instabilität der Wirbelsäule, kann angeboren sein oder degenerativ. Dann Osteoporose. Ist Knochenschwund, eine Störung des Knochenstoffwechsels, auch gerade bei Frauen in der Menopause, im Wechsel ganz wichtig, weil die Östrogenhormone reduziert sind, das einfach immer wieder auch im Hinterkopf behalten, Osteoporose, auch da kann man was tun. Skoliose ist eben, wenn die Wirbelsäule so ein bisschen verbogen und verdreht ist, dann gibt es auch chronisch entzündliche Erkrankungen und natürlich Tumore muss man auch unbedingt abklären, dass eben da keine schwere Krankheit dahinter steckt. Das war mir natürlich auch jetzt wichtig am Anfang, dir mitzugeben, wenn du wirklich lange Rückenschmerzen hast oder regelmäßig, klär bitte ab, was dahinter stecken könnte. Wenn du schon alles abgeklärt hast und in Wirklichkeit zum Glück keine klare Ursache dahinter steckt, dann reden wir von chronischen Rückenschmerzen. Also wie gesagt, 80% der Fälle, das sind auf jeden Fall die Muskel, die Bänder und die Faszien beteiligt. Faszien ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das auch immer mehr zum Thema geworden ist, zum Glück. Faszien kannst du dir so vorstellen, ungefähr wie eine Knackwurst. Das ist so die Haut rundherum. Und Faszien kommt überall vor. Es kommt vor bei unseren Bändern, Muskeln, Bindegewebe, beim Gehirn, bei allen Organen. Also du findest diese Faszien wirklich überall und deswegen ist es so wichtig, da auch wirklich einen Fokus dorthin zu geben. Denn wenn wir uns falsch bewegen, zu wenig bewegen, dann können diese Faszien verkleben. Und die Faszien, die sind auch deswegen so wichtig, es gibt Zellen drinnen, die Fibroblasten und die erzeugen Kollagen. Kollagen, hast du sicher auch schon gehört, das ist eigentlich der Hauptbestandteil von unserem Bindegewebe, von unserer Haut, von Knorpel, Knochen, Gelenke, also überall dort, wo es wichtig ist, dort sind eben Faszien. Und deswegen ist auch ganz wichtig, immer auch im Kopf zu behalten, in Bewegung zu bleiben, damit man nicht verklebt.
und dass der Körper geschmeidig bleibt. Wie wir das schaffen, das erzähle ich dir auch gleich. Beim chronischen Schmerz, ich habe auch schon bei Migräne darüber geredet, da spielen sehr viele Faktoren eine Ursache. Wie kann es jetzt passieren, dass ein Schmerz wirklich chronisch wird? Das heißt, er kommt immer wieder, obwohl jetzt gar keine ganz klare Ursache dahinter steckt. Es ist so, ich habe dir das Bild hier von der Wirbelsäule gezeigt, überall bei den ganzen Wirbeln kommen die Nerven hinein. Und wenn es da einen entzündlichen Prozess gibt, eben durch so einen Muskelschwund, Muskelverkürzung, ist ein entzündlicher Herd da, ein Entzündungsherd da. Und die Nerven, die schicken immer wieder elektrische Impulse aus ans Gehirn. Und wir werden aktiviert, sozusagen das vegetative Nervensystem wird aktiviert. Das heißt, wir sind so auf Flucht- oder Angriffmodus. Das ist natürlich nicht gut, wenn das permanent ist, weil das System kann so überreagieren. Wenn wir permanent Schmerzen an unser Gehirn gesendet bekommen, dann irgendwann kann sich das manifestieren in einem Schmerzgedächtnis und der Schmerz immer wieder kommen, obwohl jetzt eigentlich gar nicht eine Ursache da ist. Aber, und das ist eben dieser Kreis, dieser Teufelskreis, den wir wirklich unterbrechen sollten, so rasch wie möglich ist, dass wenn wir eine Verspannung haben und dann eben diese elektrischen Impulse, Schmerz weitergeleitet wird an unser Gehirn, dann verspannen wir uns ja automatisch noch mehr. Wir nehmen eine Schonhaltung ein. Damit verkümmern wieder einige Muskeln und es geht immer so weiter. Wir bewegen uns weniger, weil wir uns denken, Bewegung schadet uns nur, das wird schlechter. Und so sind wir in so einem Teufelskreis, der wirklich zu durchbrechen ist, damit sich dieser Schmerz nicht chronifizieren kann. Und es gibt für mich eben mehrere Möglichkeiten, da auch wirklich in diesen Kreis, in diesen Prozess einzuschreiten. Ich habe da jetzt hier noch eine kurze Folie gemacht. Das hatten wir schon, das ist hier. Das sind eben die nicht spezifischen Rückenschmerzen, die durch Überbelastung entstehen, stressbedingte Belastung und Fehlhaltung. Das sind die Hauptursachen. Und da habe ich dir einige Therapiemöglichkeiten aufgeschrieben, über die ich heute etwas erzählen möchte. Zunächst regelmäßige Bewegung. Das heißt aber jetzt nicht, dass jede Sportart sofort deine Rückenschmerzen beseitigen werden. Da erzähle ich dir auch noch, worauf du da achten solltest. Dann natürlich Stressabbau. Wie ich schon gesagt habe, eine der Hauptursachen ist Stress. Gesunde Ernährung ist auch gerade bei Rückenschmerzen sehr, sehr wichtig, vor allem auch Übergewicht, weil das auch belastend ist für unsere Wirbelsäule. Medikamente gibt es natürlich auch gegen die Schmerzen und entzündungshemmende. Das erzähle ich dir dann auch noch. Und dann als fünften Punkt möchte ich dann noch ein paar Tipps aus der Naturmedizin bringen. Also wie du siehst, die ersten drei Punkte, da können wir wirklich auch etwas tun. Wir können jetzt, heute oder morgen damit beginnen. Es geht einmal um die regelmäßige Bewegung. Da geht es darum, wirklich unsere Muskeln gleichmäßig zu bewegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerne eine Sportart machst, so wie Tennis spielen oder Golf spielen, ist es ja auch eine einseitige Bewegung. Da ist ganz wichtig, darauf zu schauen, dass du dann sozusagen als Ausgleich etwas anderes machst. Denn es ist ja so wie der Natur, wir streben ja alle zur inneren Balance, zum Gleichgewicht, man nennt das Homöostase. Und auch so, auch bei unserem Körper, also nicht nur bei der Psyche, auch beim Körper soll es so sein, dass wir sozusagen dieses innere Gleichgewicht spüren, dass wir auch mit unserer Muskeltätigkeit in einer Balance kommen, dass du auch wirklich da dich darauf konzentrierst, wenn du einseitig etwas tust oder wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt. Und ich habe heute beobachtet in einer Arztpraxis, alle, die da gesessen sind, haben die Beine überschlagen und einen Rundrücken gemacht. Wenn du da eben mehr Achtsamkeit an den Tag legst, kannst du schon wahnsinnig viel ändern. Rückenschule ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir können es auch gerne gleich einmal probieren. Wenn du sitzt, schau, dass deine Füße, deine Fußsohlen am Boden sind, dass sie so also ein bisschen über die Knie schauen.
Und dann kannst du schauen, dass du deinen Becken einmal so richtig nach vorne und zurück kippst. Nach vorne und zurück. Und dann wirst du sehen, dann gibt es so eine Mittelposition. Und dann hast du schon das Gefühl, dass du viel stabiler bist, dass deine Wirbelsäule automatisch gerade ist. Also immer wieder, wenn du zum Beispiel jetzt am Schreibtisch sitzt oder vom Computer, dass du mit dem Becken nach vorne und nach hinten und dann in eine Mittelposition findest. Und genauso mit der Brust. Meistens haben wir die Brust so weit drinnen. Wir können sie nach vorne geben und dann merkst du gleich, gemeinsam mit dem Becken, wie sich automatisch die Wirbelsäule aufrichtet. Und wenn man das übt, ist es viel angenehmer, so stabil zu sitzen, als mit Beine überkreuzt und einen Hohlrücken. Genauso mit dem Kinn. Du kannst immer wieder deine Hand aufs Kinn legen und auf die Brust. Und wenn du jetzt einen Rundrücken machst, dann merkst du, dass die Hände zusammenkommen. Und wenn du denn gerade sitzt, dann siehst du, dass der Abstand zwischen den Händen eben sich entfernt. Und probier einfach aus, dass du wirklich ganz bewusst öfters in so einer Position sitzt oder auch beim Stehen. Wenn du das machst, dann ist es schon mal ein ganz wichtiger Beitrag, deine Muskeln gleichmäßig zu bewegen. Was natürlich auch wichtig ist, richtig heben und genau, am besten, und ich bin mir sicher, wenn du chronische Rückenschmerzen hast, warst du schon beim Physiotherapeuten oder bist du gerade bei der Physiotherapeutin, lass dir Übungen mitgeben und vor allem diese Therapeuten sehen ja auch ganz genau, wo vielleicht eine Fehlhaltung ist. Und da geht es darum, mit gewissen Übungen diese zu korrigieren. Und du wirst sehen, das sind ganz kleine Maßnahmen, die wirklich vieles bewirken können. Also wirklich da auch schauen, Stichwort Rückenschule, dass du den Rücken einfach richtig trainierst, weil wenn du gerade sitzt, dann trainierst du automatisch die gleichen Muskulaturen rechts und links. Also ganz, ganz wichtig, Rückenschule. Was mir auch sehr geholfen hat, nach einem Bandscheibenvorfall, ich hatte zwei in den Lendenwirbel und oben bei der Halswirbelsäule später, war Klettern. Klettern hat mir geholfen, die Rückenmuskulatur zu stärken oder auch zum Beispiel Yoga. Yoga ist eine ganz, ganz tolle Methode, dass du durch Atmung deine Muskeln dehnst, aber Yoga wird immer auf beiden Seiten gemacht. Das heißt, du findest so auch wieder diese innere Balance, von der ich gesprochen habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist einmal der wichtigste Punkt, wo du wirklich morgen schon damit beginnen kannst, diese Achtsamkeit bei deiner Bewegung und so, wie du dich verhältst. Und du wirst sehen, wenn sich das so in deinem Alltag schon integriert hat, dass du darauf achtest, dann wird es automatisch sein und du wirst merken, dass du automatisch ganz anders da sitzt als vielleicht vorher. Der zweite Punkt ist Stress abbauen. Wenn du meine Podcasts kennst und meine Projekte, mein Webinar vielleicht, dann weißt du, dass das eine meiner Hauptthemen ist, vor allem Stress positiv zu bewerten. Ich nenne gerne das Wort aus der Psychologie Reframing. Frame ist der Rahmen, kommt aus dem Englischen. Das heißt, wir geben einem Erlebnis vielleicht aus der Vergangenheit einen neuen Rahmen. Wir haben etwas Negatives erfahren, wir schleppen das ein Leben lang mit in unserem Rucksack, aber wir schaffen es, wir können es schaffen, dem auch einen positiven Rahmen zu geben, damit wir das nicht mehr in unserem Rucksack mitschleppen müssen. Das heißt, wir können sehr wohl viel mit Stress machen. Auch wenn wir Stress haben, können wir es schaffen, Stress positiv zu bewerten. Das ist so wichtig, denn also, du kennst es sicher, wenn es dir nicht gut geht, hast du schon mal eine ganz andere Haltung. Wenn du wenn du bei deinem Arbeitsplatz nicht zufrieden bist, dann wirst du wahrscheinlich eher die Schultern hochziehen, vielleicht einen Rundrücken machen, auch innerlich schon verkrampft sein. Das ist so wichtig, denn das spielt natürlich alles zusammen. Eine positive Lebenseinstellung hat schon eine ganz andere Wirkung auf unseren Körper, auf unsere Muskulatur, als wenn wir unzufrieden sind. Was kannst du alles machen zum Stressabbau? Meditation ist auch neben Yoga etwas, was wirklich wunderbar hilft. Einfach nur mal sitzen in der aufrechten Position, die wir vorhin durchgegangen sind, und atmen. Atme in deinen Schmerz hinein. Es war eigentlich ganz lustig, heute in der Früh habe ich eine falsche Bewegung gemacht
und habe mir hier hinten einen Nerv eingezwickt. Das passt sehr gut zu dem heutigen Vortrag. Und was ich gemacht habe, ist wirklich einfach nur mal ganz locker und hineinatmen in den Schmerz. Er war zum Glück dann ziemlich schnell weg. Ich habe dann auch noch mit einem Faszienball gearbeitet und war dann eigentlich, war dann alles wieder in Ordnung. Früher hätte ich mich vielleicht geärgert, verkrampft und das Ganze wäre vielleicht ein paar Tage immer schlechter geworden. Also das ist eben auch ganz wichtig, Meditation, Atmen. Wenn Meditation etwas für dich ist, womit du nicht sehr viel anfangen kannst, ich habe da einen sehr guten Tipp für dich, und zwar am 1. Dezember beginnt wieder der Adventkalender, so wie letztes Jahr. Da bekommst du jeden Tag eine Meditation von mir, und zwar ungefähr 10 bis 15 Minuten. Jede Meditation ist eine andere Art der Meditation, Visualisierungsmeditationen, Gehmeditation, Bodyscans und so weiter, immer an einem anderen Ort. Und ja, wenn du Lust hast, freue ich mich, wenn du dich für diesen Adventkalender anmeldest oder wenn du ihn weiter schenkst. Der kostet 65 Euro und du bekommst 24 Meditationen. Also Meditation ist super, um Stress abzubauen und locker zu werden. Natürlich gibt es auch andere manuelle Therapien, die ich sehr empfehlen kann, so wie Kraniosakral, Shiatsu, dann Massage und ja, Akupunktur. Auch bei der Akupunktur hat man sehen können, bei wissenschaftlichen Studien, dass Akupunktur diese kollagenproduzierenden Fibroblasten angeregt werden. Also auch Akupunktur hilft, um dieses Kollagen zu produzieren. Oder Akupressur. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch, vielleicht sieht man das, von Frau Professor Hermine Tenk. Das verwende ich immer sehr gerne. Da gibt es nämlich so Akupressur für die Selbsthilfe, Soforthilfe. Und da gibt es auch beispielsweise also den D4-Punkt. Das ist der hier zwischen Daumen und Zeigefinger, da in dieser Grube. Der ist sehr gut für Entspannung. Dann gibt es auch einen Punkt, wenn der Nacken zum Beispiel steif ist, hier zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, da bei diesem Grübchen. Und dieser Punkt ist bei Ischias ganz gut. Es gibt auch da hinten Punkte, die bei Nackenverspannung ganz gut sind. Auf jeden Fall, da kann man auch selber gut viel machen. 10 Sekunden einfach da reindrücken, einmassieren, das hilft sehr gut. Also dieses Buch, wenn dich das interessiert, von Professor Tenk, das ist wirklich... kann man schnell nachlesen, wenn irgendwas ist. Also Akupressur kann ich empfehlen, auch zum selber machen. Und die Faszienbälle, von denen habe ich dir schon erzählt. Da kann man auch Tennisbälle nehmen, da gibt es einen Duo-Ball. Den gibt man da hinten am Rücken und kann dann so entlang der Wand fahren. Ich habe vorhin, glaube ich, auch ein Bild gehabt, das ich dir kurz zeigen kann, damit du weißt, wie das ausschaut. So, hier siehst du das. Das ist Anna, eine Physiotherapeutin, die mir auch beim Webinar geholfen hat. Und du siehst hier am Rücken hat sie eben diesen Faszienball und schiebt eben entlang der Wirbelsäule, ich glaube sie hat einen Duoball, auf und ab und kann so gleichmäßig die Muskulatur stärken und massieren. Das ist super. Genau. Soweit eben zum Stress abbauen. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, sonst dauert es so lange. Also wenn dich das Thema interessiert, wirklich schau bei meiner Webseite vorbei. Da gibt es auch wirklich Videos über Stress, wie man Stress positiv bewerten kann, was Stress überhaupt mit uns macht. Das nächste Thema ist die Ernährung. Natürlich, so wie bei allen chronischen Beschwerden, ist Ernährung ein ganz wichtiges Thema. Vor allem aber auch noch einmal zu erwähnen, sind die entzündungsfördernden Nahrungsmittel sowie tierische Eiweiße. Wirklich darauf achten, wenn du eine akute Entzündung hast, aber auch eine chronische, schau, dass du zumindest einige Zeit lang, ein paar Wochen auf tierische Eiweiße verzichtest, also auf Fleisch verzichtest, auf Käse und so weiter. Aber auch Zucker und auch Weißmehl, denn Weißmehl aufgespalten ist so wie Zucker in unserem Körper. Das kann natürlich auch entzündliche Prozesse verstärken. Ich möchte auch da nicht näher drauf eingehen, denn in 2 Wochen gibt es den nächsten Vortrag über chronische
und stressbedingte Darmbeschwerden, Gastritis. Also da werde ich nochmal viel mehr auf dieses Thema eingehen. Auf jeden Fall, was du machen kannst, also bei chronischen Rückenschmerzen, schau auf eine gesunde Ernährung. Wenn du übergewichtig bist, noch viel wichtiger, konzentriere dich auf am besten gekochtes Gemüse. Das wird wirklich gut vertragen, aber nicht zu Dole gekocht, sondern am besten unter Dampf. Denn viele Vitamine sind auch nicht hitzebeständig und deswegen ist besser, damit die ganzen Nährstoffe wirklich enthalten bleiben, dass man nicht zu viel kocht. Genau. Ich möchte dir dann jetzt noch einige Nahrungsergänzungsmittel mitgeben, die gerade bei Rückenschmerzen wirklich hilfreich sein können und ja auch keine Nebenwirkungen haben. So, das ist hier Magnesium. Magnesium ist bekannt, ist sozusagen das Mineral, das entspannt. Am besten, man macht so wirklich eine 1 bis 2 Wochen Kur mit Magnesium. Ich würde ein hochwertiges, hochdosiertes Magnesium nehmen, aber man kann natürlich auch Magnesium mit Ernährung zu sich nehmen. Sehr gute Magnesiumlieferanten sind Brokkoli, Vollkorn, Nüsse, Naturreis. Aber genau, aber es ist eigentlich schon empfehlenswert, so eine Kur zu machen und dir ein hochwertiges Magnesium zu besorgen. Ganz gut ist der Tipp auch, Magnesium nimmt man Nachmittag oder am Abend, da wird es besser vom Körper aufgenommen. Vitamin C stärkt unser Bindegewebe und ist auch ein gutes Antioxidant. Das heißt, wenn wir chronische Beschwerden haben, chronische entzündliche Erkrankungen, haben wir diese freien Radikale in unserem Blut. Und da brauchen wir diese Antioxidantien, die sie wieder neutralisieren. Dann, was jetzt auch noch, genau, und Vitamin C ist ganz, ganz wichtig auch, wenn du Vitamin C mit der Ernährung zu dir nehmen möchtest, schau wirklich drauf, dass es ist nicht sehr lichtbeständig. Das heißt, dein Gemüse dunkel lagern, am besten im Gemüsefach, im Eiskasten und beim Kochen natürlich schauen, dass man es nicht überkocht. Ganz wichtig. Vitamin C ist drinnen vor allem auch im Brokkoli, Obst und Gemüse, Sanddorn zum Beispiel, Acerola ist ein guter natürlicher Vitamin C-Lieferant. Dann Vitamin E ist auch ein Antioxidant, das ist auch sehr gut bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das finden wir am meisten in so guten, hochwertigen Pflanzenölen, in Leinsamen, aber auch im Fisch, Süßkartoffeln und Nüssen. Was auch wichtig ist, vor allem bei Nervengeschichten, wenn die Nerven entzündet sind, Vitamin B, am besten gleich Vitamin B-Komplex. Ich empfehle da auch eine Zeit lang wirklich recht hochdosierte Vitamin B-Komplex-Präparate. Aber wenn du auch sagst, nein, ich möchte keine Nahrungsergänzungsmittel schlucken, das verstehe ich, gibt es auch die Möglichkeit, mit Vollkorn, aber auch mit Fleisch und Fisch Vitamin B zu bekommen. Aber vor allem in Vollkornprodukten. Gerade bei Osteoporose, wie schon erwähnt, ist Kalzium auch wichtig. Wenn du so wie ich auch also keine Milchprodukte möchtest oder meidest oder weil sie auch entzündungsfördernd sind, dann findest du Kalzium auch in Kohl, in Brokkoli, in Mandeln, in Bohnen. Ich trinke auch ganz gerne Mineralwasser mit Kalzium angereichert. Und dann kann man natürlich auch wieder so eine Kur machen mit Präparaten, wo Kalzium enthalten ist. Und letztendlich das Vitamin D auch in aller Munde. Viele haben auch Vitamin D-Mangel, deswegen noch wichtiger ist eben Vitamin D, kriegen wir durch die Sonne, aber auch in fetten Fisch, wie zum Beispiel Lachs. Aber in den Wintermonaten ist meine Empfehlung, wirklich auch Vitamin D-Präparate extra zu sich zu nehmen. Gerade jetzt, auch in der Corona-Zeit, das stärkt das Immunsystem, das wäre schon auch mein Rat. Und Kollagen, das ich schon erwähnt habe, das eben so wichtig ist, Hauptbestandteil von unseren Muskeln, Bindegewebe, Haut und so weiter. Das bekommen wir vor allem durch rotes Gemüse und rotes Obst, auch Eier und Süßkartoffeln. Aber es gibt auch hier meine Empfehlung, wenn du das Gefühl hast, dass auch schon viele Erkrankungen sind, degenerative Erkrankungen, Muskelverkürzungen, dann hilft es schon sehr gut, wenn man so eine Kur macht, mit Kollagen.
Das ist meine Empfehlung. Was machen wir jetzt, wenn wir eben jetzt einen akuten Schmerz spüren, so wie ich heute in der Früh zum Beispiel? Prima ist natürlich gut, einmal zu atmen, zu schauen, okay, ich finde eine Position, wo ich keinen Schmerz spüre und einfach mal wirklich loslassen, locker lassen. Das geht natürlich nicht immer und es hilft auch nicht immer, so wie bei mir heute. Natürlich kann es passieren, dass wir dann wirklich ein paar Tage Schmerzen haben. Dann ist schon auch meine Empfehlung, Schmerzmittel zu nehmen. Ich habe da ein paar aufgelistet. Das Paracetamol, zum Beispiel in Österreich das Mexalen, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist schmerzstillend, weniger entzündungshemmend. Aber es hilft uns schon, wenn wir Schmerzmittel nehmen, dass wir sozusagen mal eine Pause haben vom Schmerz. Denn Schmerz, wie gesagt, ist ja auch negativ. Es wird immer an unser Gehirn Schmerzimpulse gefeuert. Das aktiviert auch unseren Sympathikus und wir kommen irgendwie nicht zur Ruhe. Ich würde aber trotzdem sagen, Schmerzmittel dann zu nehmen, wenn es nicht anders geht und vor allem auch so kurz wie möglich. Es gibt dann auch Schmerzmittel wie das Ibuprofen und das Diclofenac, vielleicht das Voltaren sagte etwas, die heißen auch nicht steroidale Antirheumatika. Die sind stark entzündungshemmend, was auch meistens verordnet wird bei so chronischen Rückenschmerzen oder auch bei den spezifischen Rückenschmerzen. Dann die COX-2, das sind die Zyklooxygenase-Hemmer 2 und im schlimmsten Fall werden sogar Opioide auch von Ärzten aufgeschrieben, wenn es anders nicht mehr geht. Das sind natürlich Präparate, die auch sehr starke Nebenwirkungen haben. Also meine Empfehlung ist natürlich, immer zuerst versuchen, mit anderen Mitteln, mit natürlichen Mitteln, die chronischen Schmerzen zu bekämpfen. Und Muskelrelaxantien, das sagt ja vielleicht auch etwas, das kriegt man oft bei akuten Schmerzen, damit man sich nicht noch mehr verspannt und in Schonhaltung geht. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Akuttherapie, genauso wie lokale Salben, wie zum Beispiel mit Diclofenac, Voltadol, Voltaren, das sind alles gängige Salben. Aber ich muss auch dazu sagen, die helfen gut, aber haben auch ihre Nebenwirkungen. Genauso wie bei den Kopfschmerzen muss ich darauf hinweisen, dass wenn wir regelmäßig Medikamente nehmen, kann es auch andere Erkrankungen verursachen. Also zum Beispiel bei Kopfschmerzen kann es medikamentinduzierte Kopfschmerzen verursachen. Das heißt, man hat dann einen Dauerkopfschmerz durch die Medikamente oder Magen-Darm-Geschwüre. Bei den COX-2-Hämmern, die ich vorhin erwähnt habe, kann es auch zu Kopfschmerzen kommen, Schwindel, kardiovaskuläre Nebenwirkungen, also Herz-Kreislauf. Also wirklich Acht geben, wirklich drauf schauen, dass man nicht zu viele Medikamente nimmt. Auch die gehen dann wieder auf Magen-Darm, Gastritis und so weiter. Aber natürlich auch im Akutfall ist es wichtig, dass wir etwas tun, damit wir nicht so unter Stress sind. Also kurzfristig ist es möglich. Was mir natürlich viel lieber wäre, ist, wenn du zuerst zu natürlichen Mitteln greifst, da mal probierst, ob du da wirklich auch viel bewirken kannst. In der Regel, gerade bei Rückenschmerzen, kann man wirklich viel, viel machen. Und da habe ich für dich auch wieder eine Folie hergerichtet. Und da erzähle ich dir jetzt nochmal kurz etwas davon. So, die Wärmebehandlung. Also Wärme ist nicht immer gut, denn wenn jetzt eine ganz akute Entzündung ist, kann sein, dass Kälte für dich angenehm ist. Also da muss man eigentlich wirklich auf sich achten und schauen, was ist mir angenehm. Aber normalerweise bei den chronischen, nicht spezifischen Rückenschmerzen sind Wärmebehandlungen sehr gut, so wie mit Cayennepfeffer, da gibt es Pflaster, da gibt es Cremen. Gute Erfahrungen habe ich auch gemacht mit CBD-Öl. Also nicht mit THC, also nicht das, was halluzinogen wirkt, sondern die Cannabinoide, die wirken nämlich entzündungshemmend und entspannend, was gerade wichtig ist bei so chronischen Rückenschmerzen. Es gibt auch schmerzlindernde und durchblutungsfördernde Phytopharmaka aus der Natur. Das gibt es in allen möglichen Varianten, in Tinkturen, in Cremen, in
Ölen, wie zum Beispiel Kampfer, Eukalyptus, Rosmarin, die wirken alle durchblutungsfördernd. Das heißt, dass auch diese verkürzten Muskeln dadurch aktiviert werden. Die Entzündung wird dadurch reduziert. Fichtennadel, Terpentinöl, das ist alles, was ich wirklich empfehlen kann. Dann zum Schlucken auch das MSM, das ist organischer Schwefel, das wird aus Algen des Meeres gewonnen. Und Schwefel ist ja auch ein Grundgerüst von diesem Kollagen, das ich schon erwähnt habe. Genau, vor allem bei Arthritis wird dieser organische Schwefel sehr gerne angewendet. Da gibt es auch gute Studien dazu. Dann haben wir noch Teufelskralle und Bambus. Teufelskralle habe ich auch bei der Migräne erwähnt im letzten Vortrag, hat sich auch da bewährt, weil es entzündungshemmend ist und schmerzstillend. Aber auch hier einige Wochen Anwendung sind notwendig, bis man da auch wirklich bis man eine Wirkung erzielen kann. Also auf jeden Fall Geduld haben bei der Teufelskralle. Kann aber auch eventuell Übelkeit und Bauchschmerzen vorkommen. In meiner Praxis habe ich das wirklich fast nie erlebt in den 20 Jahren, aber ich sage es auf jeden Fall dazu, wenn du schon eher zu Durchfall neigst, einfach aufpassen mit Teufelskralle. Bambusextrakt, das gibt es auch gar nicht so lange, da habe ich wirklich total gutes Feedback bekommen. Und zwar, das ist ein Siliziumdioxid drin, also eine Kieselerde, das auch wieder wichtig ist für unser Bindegewebe, für unsere Muskeln, für die Faszien. Und genau, also auch natürlich Produkte, also Phytopharmaka, die entspannend wirken, so wie Lavendel, Melisse, kannst du anwenden bei Rückenschmerzen. Und Johanniskrautöl, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht dazu geschrieben, ist auch herrlich zum Einmassieren, weil es eben entzündungshemmend wirkt. Zum Abschluss kann ich dir mitgeben, dass mich das wirklich sehr, sehr freuen würde, wenn ich dich hier mit diesem Vortrag motivieren konnte, wirklich in Bewegung zu bleiben. Das Leben besteht in der Bewegung, so sagt Aristoteles oder sagte Aristoteles. Und dass du wirklich auch auf deine Bedürfnisse eingehst. Dass du dir immer überlegst, wo ist diese innere Balance? Wo ist dieser Punkt, wo du immer zurückkehren kannst? Und welche Methoden, die ich dir heute aufgezeigt habe, von denen ich dir erzählt habe, welche Methoden sprechen dich an? Welche könntest du dir vorstellen, kannst du in deinen Alltag integrieren? Denn das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir hier unsere Verhaltensmuster auch verändern. Unsere Bewegungsmuster verändern, unsere Verhaltensmuster. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag immer die gleichen nur Bewegungsmuster haben, sondern wir haben auch die gleichen Verhalten, die gleichen Gedanken. Wir denken am Tag eigentlich im Großteil immer die gleichen Gedanken. Und wenn wir es da schaffen, ein bisschen was zu ändern auf positivere Gedanken, was in der Zeit im Moment wirklich nicht einfach ist, ich weiß es selbst, aber sich dann immer wieder zu beobachten, achtsam zu sein und positiv zu denken, das wird dir auch helfen, eine positive Lebenseinstellung zu bekommen und deine chronischen Beschwerden besser selbst heilen zu können. Und wenn du da auch eine Unterstützung brauchst, darf eine Begleitung, das nächste Webinar wird im Jänner stattfinden, das ist 5 Wochen, begleite ich dich da zu einem achtsamen Weg und da werden auch Themen besprochen wie heute, auch Ernährung, Naturmedizin, Resilienz, was du tun kannst, eben auch da diese alten Verhaltensmuster zu verändern. Ich bin somit am Ende meines Vortrags angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt die Aufzeichnung stoppen und freue mich, wenn ich dann noch Fragen bekomme oder irgendein Austausch.